Hallo und herzlich willkommen zu Dead Space 3, Folge Nummer 34. Ja, auf der Suche nach Rosetta. Rosette? Rosetta? Ich glaube, Rosetta war richtig. Haben wir noch eine kleine Bonusmission gefunden hier. Und zwar die Kaserne. Da sind wir uns gerade ein bisschen am Umschauen. Das Selbstschussanlagen? Ja, ne? Ach du Scheiße. Wer redet da? Was machen wir denn da jetzt? Okay, das Ding muss laden. Einmalig. Okay. Wow. So ein Arschgesicht. Der Schaden scheint aber zu stimmen. Einiges mehr anscheinend an Damage rausgehauen jetzt. Was ist das? Ah, okay. Ah, die mal wieder mit ihren Psycho-Scheiß. Sie sind im Frieden mit sich Da selbst. ist auch noch Sie sind im irgendwas. Frieden mit sich selbst. Ja. Oh, der Sachen ja nicht. Bisschen auseinandernehmen, die Viecher. Sie haben keine Freunde. So, jetzt nehmen wir mal den. Liebe Raste. Jo. Aha. Sie sind eine Masche. Okay. Der scheint aber auch lieber zu sein. Egal, machen wir mal die Beinchen ab. Schlüssel. Reaper-Offizier. Okay. Okay. Niemand wird verschwunden. Was ist denn das? Wenn sie fertig sind. Ah. Diese Typen hätten es mit einer kompletten Armee aufnehmen können. Sag mir bitte, dass du jetzt da verschwindest. Ja. Ich sehe zu, dass ich einen Weg zurückfinde. Oh ja. Ihr Verstand kommt. Aber. Dann müssen wir vorher hier nochmal reingucken. Kann ja wissen, was hier ist. Ah. Also klar, ist hier auch noch irgendwas passiert. Na komm, 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 komm. Ah cool, das bezieht sich also auf alle Waffen. Jetzt haben wir natürlich eine richtig geile Waffe. Bäh. Bäh. Blödes Vieh, blödes. Das ist natürlich jetzt richtig Porno mit dem Ding hier, glaube ich. Ah, da kommt noch einer. Hihi. Ja, das ist natürlich eine ganz geile Kombi. Also, da kann man nicht meckern. Da rotzt jetzt auch ordentlich was weg. Was ist das? Irgendwas aufmachen. Keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Müssen wir uns mal umschauen. Okay. Hey. Guck mal, können wir das sogar nutzen? Wie? Okay. Jetzt mehr erwartet. Achso, der macht mir wenigstens die Kiste kaputt. Aha. Blöden Viecher. Was hatten die denn hier übernommen? Die Leichen hier? Nehmen wir mal das Köpflein. Nein, ich will den Kopf haben. So. Ey. Aha. Oh, Stasebeschichtung und eine Upgrade-Platine. Oh, edel. Kann man ja gleich wieder schrauben.
So, jetzt müssten wir aber alles soweit haben. Dann mal wieder Russ hier. Ja. Tja. Ich hab auf Leichen gehofft, hm? Kann das sein? So ein Pech aber auch. Okay, also da würde es wieder zurückgehen. Haben wir jetzt wirklich hier schon alles? Die Tür ist zu. Mach ich auf. Okay. Der Anzug ist eigentlich soweit okay. Na gut. Also wieder nach oben. Die Waffe ist jetzt richtig gut. Die gefällt mir. Die noch nicht so richtig. Okay. Wieder da lang. Ja. Damit haben wir auf jeden Fall die Bonusmission soweit erledigt. Wieso sind hier eigentlich schon wieder welche von diesen komischen Thunderbällen? Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Der Originalmarker, der auf der Erde gefundene schwarze Marker, datiert den Aufstieg der Menschheit voraus. Verstehen Sie? Fakt. Der Marker strahlt ein Feld aus, das biologische Organismen wachsen lässt und sie mit der Zeit zu einem größeren Zweck weiterentwickelt. Sehen Sie, wohin das führt? Bitte das Ventil erneut öffnen, um fortzufahren. Ach, Manno. Was der da erzählt, das gefällt mir auf jeden Fall soweit nicht. Monster. Ah. Mann. Das ist schon weg. Der aber noch nicht. Das heißt, kann ich auch das nicht benutzen im Moment. Ist ja gemein. Es ist ja auch mal interessant, dass jetzt hier wirklich alles wieder zugewuchert ist. Ja, wie kommt man denn da jetzt wieder ran? Ist auch nichts zu benutzen. Ja? Das war doch eigentlich aus der Richtung, wo wir gekommen sind mit dem Gas. Oder irre ich mich? Ursprünglich von hier. Moment mal. Muss das ja hier sein. Ja, genau. Ne. Moment. Das war nicht das Gas. Das war oben. Kann das sein? Gerade ein bisschen verwirrt. Nein, ne. Das kommt schon hin. Das kommt, glaube ich, schon hin. Ich darf immer noch nicht wieder raus. Okay. Da war das. Hier dürfen wir. Okay. Komm mal raus, mein Kleiner. So, Moment mal. Hier geht's ja gar nicht mehr lang. Okay. Das heißt. Aber hier kommen wir nicht weiter. Hier ist doch auch schon alles leer geräumt. Im letzten Mal. Maximum verwirrt. Ja, das war schon richtig. Dann müssen wir uns nochmal umschauen. Irgendwas haben wir da übersehen. Das kann doch nicht sein. Komisch, komisch, komisch. Also hier unten war das Teil von der Rosette. Und da sollen wir lang. Hier gibt es aber auch keinen Weg mehr. Okay.
Dann zurück. Ah, da lang. Es war doch aber da. Das ist merkwürdig. Ich soll das nochmal öffnen. Kann es aber nicht öffnen. Bitte Gasventil erneut öffnen, um fortzufahren. Komisch. Das geht nicht auf. Da müssen wir weiter. Ah. Das ist ein Plan. So. Das müsste hinhauen. Genau. So. Können wir hier auch nochmal eben schnell was machen. Stasebeschleuniger und eine Menge Sachen noch bekommen. Uiuiui, stimmt, die Kisten waren ja auch noch da. Ja. Hört gar nicht mehr auf hier. So. Das machen wir mal wieder kaputt. So weit wie nötig. Das Einzelne kann jetzt auch mal weg. So. Was könnte man denn jetzt hier noch? Nachladen. Da könnte noch irgendwas mit Schaden. Jo. So was hier. Den können wir auch noch mal auswechseln. Clip, Feuerrate, nachladen. Noch irgendwas Tolleres. Jetzt haben wir nur noch die über. So, das könnten wir auch basteln. Schadenclip. Das sind genau die, die wir eigentlich. Ja. Komm. Zack. Dun. Den auch nochmal. Schaden und Clip. Zack. So. Jetzt aber nochmal darum montieren. So, Telemetriebolzen. Was gibt's denn da sonst noch? Ja. Das haben wir ja schon. Oh, Maschinenkanone. Natürlich noch geiler. Wobei, ne, die haben wir doch. Ja, ich glaube, die haben wir. Na gut. Was haben wir hier noch? Noch ein Elektroschockmodul. Was sind sonst noch? Tja. Das könnte man denen noch geben. Ja, komm. Packen wir das da mit drin. Munitionshilfe, Stasehilfe. Ja, das hilft uns gar nichts. Zielfernrohr ist auch nicht wirklich sinnig. Ah, Clipgröße. Was haben wir denn sonst noch? Dolles. Und dann wäre höchstens noch ein Schadensboost interessant. Okay, ja, dann machen wir da die Munitionshilfe rein. Da haben wir zweimal Muni drin. Damit müsste der dann ja auch noch ein bisschen mehr fassen. Feuerrate. Clip. Nachladen und Clip. Schaden. Das ist jetzt gerade wirklich so eine Sache. Plus 2 Nachladen, plus 1 Schaden. Ja, solange wir noch 2er haben,
sollten wir die mal auch nutzen. Wie sieht das hier unten aus? Den machen wir nochmal weg. Da machen wir, ich würde sagen, nachladen. Ja, das ist okay. So. Das sollte das jetzt mal vernünftig sein, hoffe ich. Ja, gut. Weil ich ja eigentlich nochmal schauen wollte. Gab's denn nicht noch irgendwas? Was Neues, was wir bekommen haben. Ne? Oh. Okay. Ach ne, das hatten wir doch schon. Weiß ist das? Kompressor? Moment. Naja. Egal, wir machen jetzt erstmal hier nochmal schauen, was hier so Schönes gibt. Irgendwas Interessantes. Irgendwie nicht. Nö. Na gut, dann belassen wir es dabei. Und hier kommt dann das rein. So. Dann hätten wir das jetzt wirklich. Und dann weiter um die Rosetta kümmern. Bin ich ja auch mal gespannt. Da müssen wir jetzt lang. Ach. Scheint ja nichts zu sein. Nur ein bisschen Ruhe. Ah, von wegen. Aha. Okay. Ja, das scheiße. Eindeutig. Das ist viel besser. Einfach reinhalten, die Leute. Oh, oh, oh. Jetzt müssen wir mal gucken hier, wenn wir rauskommen. Oh, 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 oh. Oh, 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 einfach raus da. Oh, 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 oh. Ja, so eine Massenvernichtungswaffe ist schon was Tolles. Spratz. Eieiei, das hat aber schon wehgetan. Uiuiui. So, nochmal die ganzen Scheiße hier aufsammeln. Mach auf. Noch eine Menge, die ich haben will. Und wie viel? Mann, Mann, Mann. Echt krasse Viecher. Oh, Alien-Artefakt mal wieder. Ja, jetzt gucken wir uns mal eben fix an. So, dann könnt ihr euch das nochmal durchlesen. So. Und der Rest. So. Ja. Jetzt werden wir hier nochmal eben schnell plündern. Solange wir hier noch Ruhe haben zum Plündern. Da muss auf jeden Fall irgendwo wieder ein Rosetta-Teil sein. Spritz, spritz, spritz. So, ja. Da haben wir auf jeden Fall alles soweit geplündert. Guti, dann würde ich einfach mal sagen, damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Dead Space 3. Auf bald!